Hallo zu einem kleinen Infovideo, und zwar möchte ich euch auf was Tolles hinweisen. Und zwar habe ich mein gutes Twitch ein bisschen überarbeitet, und da möchte ich euch erstmal was fragen. Und zwar habe ich so erstmal meine Twitch-Panels, also diese Standard-Panels, man kann ja wählen zwischen Panels und die Erweiterung habe ich mir noch nicht angeschaut, kann ich in Zukunft mal machen. Ich wollte euch fragen, als allererstes, findet ihr das hübsch, dass es diese Schrift da oben drüber ist, oder sagt ihr, es sollte so aussehen? Was findet ihr hübscher? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich werde es wieder zurück ändern, weil ich das mit dem Dicken eigentlich fast cooler fand. Schreibt mal in die Kommentare, welches ihr schöner findet. Und was euch vielleicht aufgefallen sein wird, ist, dass es hier was Neues gibt. Und zwar habe ich hier einmal hinzugefügt Stream Best-Offs. Wenn ihr hier drauf klickt, dann kommt ihr erstmal schön zu der Playlist, wo man eben die Stream Best-Offs anschauen kann. Und das ist eine ziemlich schöne Sache, weil wenn man da einen Stream schon gesehen hat, kann man sich die Best-Offs da ganz einfach anschauen. Dann das nächste, was ich gemacht habe, Steam. Das heißt, hier kann man mich dann adden. Wenn man neu ist, mich noch nicht kennt, kann man dann auf meinen Steam-Account gehen und mich anfragen. Wie auch immer, das ist eigentlich ganz nice. Oder man kann anschauen, welche Achievement ich noch nicht habe oder was auch immer. Also man kann mir auch noch ein bisschen helfen. Und das Neueste hier, stell mir eine der Badella Challenge. Genau, ziemlich spannend. Weil wenn man hier drauf drückt, Challenge steht hier, das ist das Badell-Logo, also umgekehrt, also von weiß zu schwarz, ich finde, das sieht cool aus. Dann klickt man hier drauf und dann kommt man hier zu der Badella Challenges, zu dieser wunderschönen, zu diesem Formular. Das habe ich gemacht, musste verschiedene Umfrage-Formular-Webseiten ausprobieren, weil manche gingen, manche nicht so gut. Aber die gingen sehr, sehr gut hier, umfrageonline.com heißt die. Und genau, da möchte ich euch jetzt hier mal sagen, wie ihr das machen könnt. Und zwar habe ich hier erstmal die Seite Allgemeine. Stellt mir eine Challenge, dieses Formular ist dafür da, um mir eine Challenge in dem Spiel der Badell kurz DBD zu stellen. Ich dachte mir, dass die häufigen der Badell-Streams so einen weiteren Mehrwert bieten und community-näher sind. Also ihr könnt mir eine Challenge stellen und ich streame die dann eben in Streams. Alle Fragen, die mit einem Stern gezeichnet sind, sind Pflichtfragen, die antwortet werden müssen. Also quasi solche Fragen wie diesen Stern hier. Für genauere Infos über der Badella kann ich diese Seite empfehlen, um verschiedene Dinge aus dem Game nachzuschlagen. Dann geht ihr hin und klickt hier einfach drauf, upsala, soll sich die markieren können, Webadresse aufrufen. Und dann kommt man hier auf die der Badella Wiki, da kann man sich alles durchlesen, welche Sachen gibt's hier zu holen, Items, Opfergaben, Perks, alles mögliche. Und ja, das gibt's hier quasi. Dann können wir nochmal zurückgehen. Also macht es am besten im neuen Tab, ist wahrscheinlich besser, wenn ihr hier macht und upsala, wenn ihr das hier so markiert quasi und dann hier im rechten Maustaste kopieren und dann einen neuen Tab öffnet, damit dieser Tab nicht zugeht. Gut, als erstes könnt ihr hier euren Namen eingeben, also ich will es Mari schreiben. Dann ist es jetzt hier wichtig, was ihr machen wollt. Ich habe es jetzt so konzipiert, dass ihr quasi pro Durchgehen von dem Formular immer nur eine Challenge machen könnt. Und zwar entweder als Killer oder als Überlebender. Dieses geht beides. Heißt, dass es sich nicht auf Killer oder Überlebender bezieht. Das heißt zum Beispiel, was kann man da sagen? Spiele ohne Perks oder so. Und da geht beides. Da suche ich mir dann aus, wenn ich es machen will. Aber das ist eher seltener, würde ich sagen. Gut, dann schauen wir uns erstmal die Killer an. Wenn wir jetzt hier Killer drücken und dann auf Weiter, kommen wir auf die andere Seite, als wenn wir Überlebende drücken und Weiter. Das ist wichtig. Aber wir wollen jetzt Killer, deswegen klicken wir Killer und kommen auf die Killer-Seite. So, mit einem Killer will ich spielen und da habe ich hier zugeschrieben, habe ich noch nicht. Das hat den Grund, dass ich das danach einfach ändern kann. Und ja, nur damit ihr Bescheid wisst, wenn jetzt viele Challenges kommen, zum Beispiel bei der Hexe, dann werde ich mir die vielleicht holen. Ich weiß es noch nicht, I don't know. Dann hier bestimmte Add-ons, also das sind quasi diese Dinger, warte, ich kann es euch mal kurz zeigen. Add-ons seht ihr quasi auf der Webseite hier auch. Und das sind quasi die Sachen von den Killern. Also zum Beispiel hier beim Fallensteller, dass die Fallen besser sind oder die Leute länger brauchen, rauszugehen und so weiter. Das kommt halt auf den Killer an. Und weil es hier so viele gibt und ich die einfach nie, ich hätte dann alle aufschreiben müssen und es würde dann zu vielen Redundanzen kommen, deswegen schreibt ihr hier einfach den Namen von dem Add-on selber rein. Und bei den Opfergaben, die Opfergaben sind ja die sowohl für Survivor als auch für Killer gibt. Das sind diese Dinger hier, wie zum Beispiel hier, dass es extra Punkte gibt oder Glück oder was auch immer. Welche bestimmte Map zum Beispiel. Da gibt es ganz verschiedene Sachen. Ziemlich cool. Und genau, die müsst ihr aber auch nicht auswählen, aber das mit dem Killer auf jeden Fall schon. Da werde ich wahrscheinlich dann. Obwohl, müsst ihr nicht. Es kann ja sein, dass es egal ist, welchen Killer ich spiele. Dann könnt ihr auch egal auswählen, also
Ja, vielleicht mache ich noch ein Sternchen hin. Auf jeden Fall könnt ihr hier auch egal auswählen. Schauen wir mal, wie ich es dann machen werde. So, dann gibt es hier die Perks und hier gibt es alle Perks, die es gibt. Da habe ich jetzt nicht, welche ich habe und welche ich nicht habe. Da richte ich mich nach euch, wenn ihr quasi was macht, also was auswählt und ich es nicht habe, dann versuche ich das in den nächsten Streams freizuschalten. Das ist hier bei allen Perks. Ihr könnt einen Perk, zwei Perks, drei Perks, vier Perks oder gar keinen Perk angeben, wie ihr wollt. Dann hier Namen der Killer-Challenge ist sehr wichtig, weil dann kann ich euch ansprechen. Und dann hier noch die beschreiben, was sie erreichen soll, also quasi so einen kurzen Text. Der Challenge sollst du das machen, das machen, das erreichen, sollst du kommen, du sollst nicht kommen, du sollst es nur 5 Minuten schaffen, wie auch immer. Da gibt es verschiedene Sachen. Du sollst dich 5 Minuten lang im Schrank einsperren oder du musst in jedem Schrank der Map mal sein. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ihr für Ideen habt. Also das ist jetzt Killer natürlich nicht mit dem Schrank, das ist dann eher was für ein Survivor. Aber ihr wisst, was ich meine. Und wenn ihr hier fertig seid, ganz wichtig hier auf sind deine Angaben korrekt zu drücken. Weil wenn ihr weiter drückt, geht's nicht. Genau. Hat den Grund, weil wenn das gehen würde, dass ihr weiterkommt, kommt ihr wie Survivor seid. Und ich möchte hier nur entweder Killer oder Survivor, dass ihr das macht. Pro Durchgang. Und das heißt, wenn ich jetzt hier Ja drücke, geht's dann hier eben weiter. Und dann sind wir auf der letzten Seite. So, wenn du das Auto jetzt ausgefüllt hast, wird deine Challenge demnächst in einem der Stream gespielt. Hier ist noch ein Link zu meinem Stream und ein Link zu meinem Discord. Dort kannst du mich jetzt kontaktieren, wenn es solche Fragen, Probleme oder irgendwas zu einem Formular gibt. Und danke fürs Mitwirken. Du hilfst mir dabei, meinen Stream spannender zu gestalten. Und hier noch Feedbacks. Oder wenn ihr am Anfang bei der ersten Seite noch eins zurück. Ups, das war zu weit zurück. Dann machen wir nochmal neu dann. Zurück und noch einmal zurück. Also die Zurücktaste hier geht auf der Website anscheinend nicht, aber da gibt es auch die Zurück-Buttons hier. Wenn dieses geht beides nehmt, dann kommt ihr direkt zur letzten Seite und könnt hier dann eure Challenge reinschreiben, wenn ihr das nicht, wenn ihr es einfach so reinschreiben wollt. Spiel mit dem Fallensteller 3 Runden am Stück und gewinne 2 davon. Ach, keine Ahnung, irgendwas. Und genau, also die Zurücktaste sollte ich nicht verwenden. Ihr weiß es auch nicht, aber okay. Gut, das sollte es soweit damit sein. Wir schauen uns natürlich auch noch die Survivor-Seite an. Überlebender. Da kommen, wie gesagt, jetzt nicht auf die Killer-Seite, sondern auf die Survivor-Überlebenden-Seite. Hier kann man den Wunsch-Surf, also Wunsch-Überlebenden, eingeben. Hier Add-ons, hier Opfergaben. Und wenn ihr jetzt einfach alle leer lasst, dann brauche ich es also nicht. Ich werde wahrscheinlich jetzt im Nachhinein hier noch einen Stern hinzufügen, dass ihr das auswählt hier. Welchen Surf ich nehmen soll. Also egal, gibt es hier oben natürlich auch. Und hier müsst ihr nichts eingeben, hier auch nichts. Perk müsst ihr auch gar keinen eingeben, kann auch ohne Perk spielen. Dann hier Name und Beschreibung, aber schon. Hier ist dasselbe, klickt man hier drauf und dann hat man quasi bestätigt, dass man hier sich alles durchgelesen hat und man kommt wieder auf die letzte Seite, wo man hier einfach dann eingeben kann. Coole Sache. Oder halt irgendwas. Man muss ja auch nichts eingeben, aber man kann den abschicken und dann. Und dann melde ich mich kurz an und dann zeige ich, wie es bei mir dann ankommt. Und genau das hier war mein Testversuch hier. Den habe ich vorher probiert, den habe ich nicht beendet. Das hier, den habe ich gerade gemacht, deswegen schauen wir uns den einfach mal an. Kann ich hier anklicken? Genau, jetzt sehe ich hier, wie heißt du? Mal, okay. Und das Ganze kann ich aber auch ganz einfach jetzt in einer Excel-Tabelle zeigen. Das zweite Mal kurz dicht, weil ich nicht gespoilt werden möchte. Also hier haben wir einmal meine Sache quasi hier. Mari, Überlebender, egal. Und genau, hier sehe ich dann alles, was ich zu tun habe quasi. Und das ist ziemlich cool. Und dann kann ich dadurch auch. Ja, hier habe ich coole Sache gegeben. Dann kann ich dadurch eben auch die Challenge spielen. Und ja, so ist das. Ich hoffe, ihr macht da gerne mit. Und genau, da kann ich da eben die Umfragen abchecken. Und es wird auf jeden Fall dann lustige Streams, denke ich. Und vielleicht gibt es ja dann schon im nächsten der Bardella-Stream was Neues. Also quasi eine neue Sache. Eine neue Challenge im Stream. Mal gucken. So, und da haben wir tatsächlich einen Teilnehmer schon. Also macht gerne bei dem Link in der Beschreibung, nehmt da teil oder wie gesagt auch hier auf meinem schönen neuen Twitch-Panels. Also da habe ich jetzt noch nicht so viel, aber vielleicht mache ich hier auch mal mit diesen verschiedenen Dingern, gehe ich da mal rein. Ich weiß natürlich nicht, was es da alles gibt. Sieht aber sehr interessant aus. Oder das hier sieht auch spannend aus. Also ich mache mir da auf jeden Fall mal Gedanken demnächst und ich sage, danke fürs Anschauen.
von diesem Infovideo. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, wenn ihr bei mir eine Challenge schickt und mir sagt, wie das mit den Schriften hier ist, was euch besser gefällt. Und an sich, wenn ihr mir bei den Streams zuschaut, jo, das anschauen. Ciao, euer Zickerfreak. Ciao.